Dankeschön. Das hat ja auch einen Grund, man könnte jetzt nicht lang diskutieren, welchen, aber es hat einen Grund, warum die ganzen PR-Heinzis und Medienfiffis, wenn es notwendig ist, immer wieder ins amerikanische Vokabelkiste alleine greifen. Das ist einfach, es funktioniert besser. Ja? Also Anti-Aging klingt doch gleich anders wie Verwelkungsbremse oder was. Spin-Doktor macht mehr her als Massenmedienmanipulationsbeauftragter. Und sogar, ja, One-Night-Stand ist salonfähiger als Rauschbudern. Ist einfach so. Oder was ich total mag auch als Begriff, Quality Time. Hm? Quality Time ist zum Beispiel auch äquivalenzlos. Da gibt es keine deutsche Entsprechung dafür. Also Quality Time, das ist sowas wie Dachinieren auf Ö1-Niveau. Verstehen Sie, was das bedeutet? Und der Rambo sagt, dass ihr Typen euch keinen Scheiß gefallen lasst. Und er sagt, ja, etwas in der Art. Und da haben wir schon gedacht, wenn sie den Film, der George W. Bush, noch einmal angeschaut hätte, bevor er den Einmarschbefehl unterzeichnet, auf der Ebene wäre der ansprechbar gewesen. Also das... Das glaube ich wirklich, ja? Ich glaube, das hätte. Aha. Kapitalismus verhält sich nicht so, wie seine inneren Gesetzmäßigkeit entspricht. Frage. Warum? Antwort: Hat Angst. Vor uns, vor Kommunismus, vor System, Konkurrenz reißt sich zusammen. Also die Wahl dieser offenen Form war ganz bewusste ästhetische Entscheidung von meiner Seite. Einfach weil man in den letzten Jahren auch immer wieder gedacht hat, dieses ganze Kabarett-Business, das es inzwischen ja wohl ist. Ja, das wird immer stromlinienförmer und geschleckter und berechenbarer und gleichzeitig findet da die Hochrüstung statt und alles muss noch spektakulärer werden und dann machen wir diesmal, weiß nicht, dann gleich noch Videozuspielungen und Musik und Bühnennebel und DVD und Blitze und Stroboskope und Hauptsache es passiert was und dann proben wir überhaupt 8 Wochen statt 3, damit ja nichts Spontanes mehr drin ist und ich habe mir gedacht, ich breche mit dieser Konvention. Ja. Ich will back to the roots. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, was brauchst du denn wirklich? Was brauchst du? Ja? Der Bühne, Mikrofon, Licht, Bühne, Publikum. Selber sollte das da sein. Ja?